So, meine Lieben. Ich persönlich, ihr habt vielleicht meine Rede in Frankfurt gesehen, ich persönlich habe auch immer einen Attest dabei, nämlich hier. Und dieses Attest heißt Gewissen. Und ich kann mit meiner Überzeugung und meinem Wissen, das ich habe, keine Maske tragen. Denn ich möchte nicht Teil sein eines Systems, das Menschen belügt, sie auf Grundlage falscher Tatsachen unterdrückt und damit illegal Recht und Gesetz bricht. Dafür möchte ich nicht stehen, dafür kann ich nicht stehen. Und jemand, der hinter diese ganzen Fakten tiefgründig Zahlen legt und an meiner Seite steht, seit Anfang sogar schon vor mir da war, das ist jemand, den ihr alle ganz gut kennt, und er ist heute auch hier. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass er jetzt zu euch spricht und euch die aktuellen Sachlage, die Datenlage nochmal überblickend präsentiert. Und das ist Dr. Bodo Schiffmann. Ich bin sprachlos. Servus Wien! Aber bevor ich was sage, möchte ich gerne kurz nochmal aus organisatorischen Gründen den Armin hochbitten. Armin, kommst du bitte nochmal kurz hoch? Das ist relativ wichtig, Armin. Armin hat Querdenken Bregenz gegründet und ist auch der Grund, warum wir heute mit hier sind. Und er hat heute 50. Geburtstag. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Armin. Happy Birthday to you. Vielen, vielen Dank. Grandios. Ich möchte hier vom Querdenken Bregenz, dem Armin, vielen, vielen Dank wünschen. Armin, du feierst heute den 50. Geburtstag mit uns. Danke, was du geleistet hast, war einmalig. Dankeschön, ich verneige mich vor dir. So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus dem Hauptstadtstudio in Wien. Das Video heißt Corona 1.783.227. Aber ich hoffe, wir müssen nicht mehr so lange Videos drehen. So, bitte mal die Folien. Wir sprechen heute unter anderem über den R-Wert und wir sprechen natürlich über unser bekanntes Kochstudio. Herr Wieler hat aus dem Fenster geguckt und hat festgestellt, wir haben langsam keinen einzigen Hotspot mehr. Und deswegen darf ich auch noch einmal in Deutschland die Bundesregierung auf den Paragraph 5 des Infektionsschutzgesetzes hinweisen, also Absatz 1. Dort steht drin, dass die Bundesregierung eine epidemische Lage von nationaler Tragweite beschließt und wenn die Voraussetzungen für diese Feststellung nicht mehr vorliegen, diese aufhebt. Und wir können sehr einfach erkennen an diesen Folien, dass sie nicht mehr vorliegt. Das heißt, wir haben hier hinten hier eine echte Kurve, es könnte aber auch eine Influenza-Kurve sein. Wir wissen es nicht genau, aber wir haben dann anschließend die Zahlen, die fallen. Und wir haben dann ungefähr hier die Maskenpflicht eingeführt an einer Stelle, wo es keine Erkrankten mehr gab, weil in den sogenannten Sentinel-Proben, das sind Arztpraxen und Krankenhäuser, die sich beschäftigen mit Atemwegserkrankungen und die machen Proben. Und darin ist seit der 16. Kalenderwoche kein SARS-CoV-2-Virus mehr nachweisbar gewesen, nachzulesen im Bulletin 16 des Robert-Koch-Instituts. Wir sehen an der Entwicklung der Fallzahlen, dass am Anfang vermehrt Leute gestorben sind. Und wir wissen auch aus wissenschaftlichen Arbeiten, dass das zum Teil auch daran liegt, weil wir ein falsches Management der Erkrankungen gemacht haben, weil wir Ärzte viele Patienten falsch behandelt haben, weil wir sie zu früh intubiert und beatmet haben und die Patienten daran leider auch gestorben sind. Das ist kein Vorwurf.
Weil wenn man eine Erkrankung hat, die man nicht einschätzen kann, dann muss man Sachen probieren. Und wenn man etwas probiert, dann geht auch viel schief. Und wir haben aber das gelernt und deswegen haben wir seitdem keine ansteigenden Zahlen mehr feststellen können bei den Kranken. Wir haben insgesamt in Deutschland im Koch-Institut heute 1000 genesene, rein errechnete Werte, by the way, zum Vortag und 1378 positive PCR-Teste, nicht infizierte Patienten, nicht kranke Patienten, nicht infektiöse Patienten, positive PCR-Teste, die sich ausschließlich im Fehlertoleranzbereich des Tests befinden. Das ist Fake. Bitte zurück auf die Folien. Und wir sehen uns die Zahlen an von Österreich, vom Bundesministerium für Soziales, Gesunde, Pflege und Konsumentenschutz. Und dort sehen wir exakt dieselbe Kurve wie in Deutschland. Auch hier handelt es sich ausschließlich um eine Fake-Pandemie in der zweiten Welle, weil auch hier die Testzahlen hochgefahren wurden und sich dadurch mehr falsch positive Fälle finden. Übrigens auch wie in Australien. In Australien gibt es keine Kranken. In Australien gibt es 70.000 Tests am Tag. Bei 24.000 paar zerquetschten positiven PCR-Testen im Land. Das heißt, wir haben auch hier wahrscheinlich keinen einzigen kranken, infektiösen oder Infizierten zu beklagen, sondern wir probieren mal aus, ob man eine Bevölkerung in Haft nehmen kann. Und das können wir ablesen, das ist keine Behauptung, weil wir können es sehen an der Gesamtzahl der gemeldeten Todesfälle. Und das sieht in allen Ländern gleich an, weil wenn wir eine zweite Welle hätten, dann müssten wir doch einen Anstieg feststellen können in der Inanspruchnahme der Gesundheitseinrichtungen, der Intensivstationen und der Arztpraxen. Stattdessen haben wir in Deutschland in dieser tödlichen Pandemie 400.000 Menschen in Kurzarbeit. Und wer ist gestorben? Es sind Menschen gestorben, die auch in der Grippewelle immer gestorben sind im Winter. Und das ist bedauerlich und das ist tragisch, aber Menschen ab einem gewissen Zeitpunkt im Leben haben ein höheres Risiko, an einer Infektionskrankheit zu sterben als andere. Und in allen Ländern sehen wir die gleiche Entwicklung. In der Regel sind die Verstorbenen älter als 75 Jahre. Ich erinnere an den Durchschnitt in Schweden, weil ich finde den so unglaublich bizarr. 86 Jahre Durchschnitt der Verstorbenen. Durchschnitt heißt, die muss mindestens die Hälfte älter gewesen sein. Und wie ist es im Backstudio? Vom Kochstudio ins Backstudio, das ist das gleiche von der Schweiz. Wir haben wiederum dieselbe Geschichte, wir haben wieder eine Fake-zweite Welle und wir haben keine kranken Menschen und trotzdem werden diese Maßnahmen nicht aufgehoben. Und es gilt für alle Länder, dass das gemacht werden muss. Und der Schlüssel liegt in den deutschsprachigen Ländern. Die ganze Welt schaut auf uns. Die ganze Welt braucht unsere Hilfe. Die Australier brauchen unsere Hilfe. Die Griechen brauchen unsere Hilfe. Die Türken brauchen unsere Hilfe. Wir haben ein globales Problem. Wir haben einen globalen Faschismus. Und alle, die hier auf der Straße sind und die in Griechenland sich trauen, mit Autokorsos durch die Stadt zu fahren und alle, die sich hier ordnen, man muss das sich in Australien vorstellen, die Leute werden jetzt schon festgenommen, weil sie sagen, sie haben vor, auf eine Demo zu gehen. Also wir müssen hier wirklich aufpassen, dass es uns nicht am Ende genau so geht. Schalten wir bitte noch einmal um auf die Zahlen von Raimund. Und ich danke euch und alle, die ihr hier seid, dass ihr das möglich gemacht habt, dass wir so weit gekommen sind, wie wir jetzt gekommen sind. Und wir danken euch!
Es ist egal, wenn wir die Bilder nicht mehr reinkriegen. Ich kann es euch nochmal sagen, ihr kennt es. Ich hätte sonst gerne einfach nochmal gezeigt, das unglaubliche Verhältnis von den durchgeführten Tests zum Verhältnis der positiven Kurve. Aber ihr schaut die Videos, ihr wisst, worum es geht. Ich kann mir das sparen. Eins ist wichtig. Schaut euch hier um. Und wer vor ein paar Wochen noch hier war, der wusste, dass es hier anders aussah. Und ihr habt die Bilder in Berlin gesehen. Und das, was wir von Anfang an gesagt haben, war, wir werden immer mehr. Und das, was jeder von uns in der Hand hat, nie war es so leicht, wie im Moment Menschen zu überzeugen, dass sie, ich habe ein schönes T-Shirt da vorne gesehen, wir werden gerade sowas von verarscht. Davon die Leute zu überzeugen, ist im Moment nicht schwierig, weil in Deutschland über die Presse im Moment ganz gewaltig viele Politiker schwer ins Straucheln geraten sind. Nutzt das! Nutzt das und zeigt die Bilder aus Berlin, zeigt die Bilder von der Demo und dann fragt, warum die Menschen einer Presse glauben, die behaupten, dass es einen Sturm auf einen Reichstag gegeben hat, obwohl da ein paar Leute Selfies gemacht haben. Und die komplett eine 1,5 oder 2 oder 3 Millionen Menschen starke Demonstration ignorieren und so tun, als wären sie nicht da gewesen. Das ist das Argument, was wir brauchen. Na, ist nicht schlimm, ob es da ist oder nicht. Ich bin im Grunde genommen auch mit dem Video auch so weit durch. Da ist es wieder. Das ist jetzt für Deutschland. Ich finde, das ist einfach bezeichnend. Die grüne Kurve sind die durchgeführten Tests. Die blaue Kurve sind die positiven PCR-Teste. Na, der Raimund, der ist in der Lage, mit seiner Folie alles zu sprengen. Ja, das ist super. Also, wer sagt was wie wo? Der Test ist nicht ganz zuverlässig. Er hat das in andere Worte gekleidet. Das gebe ich jetzt hier nochmal wieder. Ja. Lasst euch nicht testen, steht dagegen auf, zeigt eure Meinung. Und Eltern, erinnert eure Lehrer daran, zumindest in Deutschland ist es so, dass es eine Remonstrationspflicht gibt. Und ich habe die Polizisten in Deutschland immer darauf hingewiesen. Das Remonstrationspflicht ist kein Recht. Das heißt, Ärzte sind Erfüllungsgehilfen des Staates, die haben einen Eid geschworen, Patienten nicht zu schaden. Polizisten haben einen Eid geschworen und da gibt es eine Remonstrationspflicht. Das heißt, wenn ein Polizist der Meinung ist, dass das, was er tut, nicht rechtens ist, dann muss er dagegen remonstrieren, sonst ist er persönlich dafür haftbar. Dasselbe gilt für Lehrer. Lehrer haben eine Verantwortung für das Leben unserer Kinder. Unsere Kinder leiden unter diesen Masken. Unsere Kinder nehmen psychischen Schaden, weil sie glauben, sie würden daran schuld sein, wenn ihr Opa oder ihre Oma stirbt, nur weil sie mal ihre Maske nicht geschaut haben. Das ist pervers. Befreit unsere Kinder, befreit unsere Welt, befreit euch, weil diejenigen, die uns das verordnen, sind wenige. Und wir? Was sind wir? Ich kann euch nicht hören. Was sind wir? Ja. Und wir lassen uns das nicht mehr gefallen. Danke. So, meine Lieben, ihr seht also, wenn wir viele sind, dann ist jeder von euch ein Teil davon.